wartest hier, Tifa. Wieso das denn? Ich will auch sehen, wie es drinnen aussieht. Zivilisten haben keinen Zutritt. Heute erst recht nicht. Aber... Sorge du für ihre Sicherheit. Tschö. Wehe, mir passiert was. Okay. So, lass mal gucken. Ich wäre auch gern mit reingegangen. Ja, haben wir mitbekommen. Es ist hier aber ja noch was. Ich würde gerne mal wissen, was immer hier an diesen ganzen Reaktoren und Co. immer stattfindet, dass hier alles immer so kaputt ist in dieser Welt. Überall schaut es aus, als ob es ein Krieg stattgefunden hätte. Hier können wir nicht lang. Hätte man locker rüberspringen können. Wer weiß, was es da für schöne Schätze gibt. Ist ja ganz normal in Betrieb? Eigentlich sollten die alten Anlagen auf reduzierten Betrieb umgestellt worden sein. Die Leute im Dorf schienen davon nichts zu wissen. Was hast du von Shinra erwartet? Daran sollte sich echt mal was ändern, finde ich. Kannst ja mit dem Direktor reden. Hast du eine Ahnung, was genau hier nicht stimmt? Die Reaktoren unterstehen normalerweise der Abteilung für Stadtplanung. Dieser hier gehört aber der Forschungsabteilung. Oha, das kann nichts Gutes bedeuten. Was wir hier sehen, bleibt unter uns. Verstanden? Ist schon klar. Okay, da lag doch nichts. Im Moment sind hier sehr oft Treppchenbildungen zu sehen. Bei den ganzen Gittern hier unten am Boden. Das hat gerade eben auch den Eindruck gemacht, als ob auf der anderen Seite was wäre. Wenn du noch mal beten willst, dann tu's jetzt. Joduna, warum nur? Was ist das hier alles? Wissen die etwa, was es ist, oder was? Oder was Sephiroth, was das für Viecher sind? Aber das war doch... Oh.
Es ist der Druckabfall in den Kapseln, der die Störung verursacht. Cloud, schließ das Ventil vor der Tür. Oh. Verstanden. Es ist schön, dass da erst hier mal die Widerstände genutzt werden von den Schultertasten. Sephiroth! Diese Kapseln dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Mako behandelt. Deshalb wimmelt es hier von Ungeheuern. Und das hat Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Sie selbst. Besonders gefühlt. Doch so hatte ich es nicht gemeint. Bin ich am Ende kein Mensch? Wir sind dann wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Hm? Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Oh. Hm? Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden. Ja, schauen wir mal, wo er bleibt. Sephiroth ist zur Shinra-Villa gegangen. Wortlos und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Doch, Sephiroth macht sowas. Angeblich in die Shinra-Villa. Seit seiner Rückkehr aus dem Reaktor ist er irgendwie komisch. Ob er zu viel Mako eingeatmet hat? Dann bringen wir ihm mal etwas Medizin.
Wir schließen uns den Leuten an, die wissen schon, wo lang es geht. Sephiroth sah irgendwie krank aus. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Die Villa war das größte Gebäude in Nibelheim und diente Shinra als Forschungsstätte. Man hatte sie in Shinras Anfangstagen errichtet, noch vor dem Reaktor. Die Grundstücksmiete war die wohl wichtigste Einnahmequelle für Nibelheim. Da wären wir. Und nun? In der Villa ist es stockfinster. Der schläft bestimmt, oder? Und was, wenn er zusammengebrochen ist? Der Held Sephiroth? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, wir müssen natürlich mal kurz zur Seite gucken. Auch hier wieder, gerade eben die Kamera, ne? Es wird kurz dunkel. So, dunkel. Wupp, 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 wupp. Die haben irgendwie... Die Kamera geht wahrscheinlich jetzt unter das Ding. Nee, warte mal. Wenn wir jetzt hier drunter sind, passiert ja auch nichts. Nur hier in dem Eck. Das Eck ist wahrscheinlich als dunkler eingestuft, und weil die Kamera da drinne ist, hier, ist auch automatisch alles dunkler. So, pass auf. Wenn wir jetzt hier hinkommen, ist es nämlich wieder hell. Weil Cloud natürlich nicht in dem Bereich steht. Warum das auch... Ach, keine Ahnung, was die sich dabei jetzt gedacht haben. Astrein, schöne Villa, wurde gut instand gehalten. Ich durchsuchte das ganze Gebäude, aber Sephiroth war wie vom Erdboden verschluckt. Piano! Och, das darf ich nicht spielen. Kann sein, dass das kaputt ist. Wieder ein Spiegel, der nicht spiegelt. Das ist so traurig. Ich hatte mir so gehofft, durch Raytracing, was jetzt möglich wäre, dass man das wenigstens für Spiegel in Häusern einsetzt. Das ist halt das Größte, was ich nicht verstehe. Das sieht so aus, als ob es richtig wäre. Was ist denn mit oben? Ich würde gerne oben die Schatztruhen mitnehmen. Das sind doch welche. Garantiert. Ja, ich finde es enttäuschend, dass jetzt die Spiegel wieder kein... Okay, ist zu. Oh, hüpft einfach runter. Dass hier kein Raytracing wenigstens für ja, Spiegel im Haus eingesetzt werden. Warum nicht? Gut, wahrscheinlich aus demselben Grund, warum die Beleuchtung keinen Schatten wirft. Die haben das Spiel zu früh rausgeworfen wieder. Ausgebracht. Gerüchteweise heißt es ja, finanziell war das Budget oder mehr oder weniger aufgebraucht und die mussten jetzt rausgehen mit dem Spiel. Und vor allem, weil jetzt ja Ende März das Geschäftsjahr zu Ende geht, wollen die wahrscheinlich nochmal schön die Zahlen pushen für den Geschäftsbericht. Es gab also einen Keller? Ja, das wusste ich bis dahin auch nicht. Da Forspoken letztes Jahr so stark gefloppt ist. Oder war das vor 2 Jahren sogar? War letztes Jahr, ne, wo Forspoken rauskam. Oh yeah. Oh, schade, jetzt haben wir es verloren. Naja, Square Enix hat nicht so viel finanziellen Erfolg zuletzt gehabt, sagen wir es mal so. Mit vielen ihrer Titel. Geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen. Professor Gast taufte es dann auf den Namen Genova. Mühe Egil. Das Jahr 1977, 7. Juli.
Genova gehört zum alten Volk. Mil-Egil, das Jahr 1977, 13. September. Projekt Genova genehmigt. Man taufte das Wesen, also Genova. Eine vom alten Volk. Und genehmigte Projekt Genova. Sephiroth, was machst du hier? Lass mich bitte allein. Ab da hat sich Sephiroth im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Genova. Die verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Sephiroths Mutter. Das alte Volk. Ach, Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Wo rastet das eigentlich immer ein? Oder ist es magnetisch? Ah, Cloud. Diese Aufzeichnungen sind wirklich interessant. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht barg, wirkte, als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein konnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volks. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts, der renommierte Wissenschaftler Professor Gast, hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Nein! Geh nicht, Sephiroth! Sephiroth! Wäre ich doch bloß etwas früher zu Bewusstsein gekommen. Dann hätte ich das Dorf vielleicht beschützen können. Obwohl, wer weiß schon. Ah!
Stehe nicht rum. Hilf so vielen, wie du kannst. Jo, den sein Gesicht erkennt man ja gar nicht. Alter Schwede. Dem Stein habe ich es gegeben. Ach man, ich wollte die Kiste noch zerschlagen. Ach, der hält was aus, ja? Mama. Ja. Herr Bürgermeister, war das wirklich Sephiroth? Ja, ganz sicher. Und der Mistkerl wird dafür büßen. Aber... Jetzt reißt euch gefälligst zusammen. Schneidet ihm die Fluchtrouten ab. Zu Befehl. Sephiroth? Wer soll das gewesen sein? Ja, wirk doch mal Vita auf dich. Du kannst auch Eis wirken. Lösch doch mal ein paar Sachen. Jo, das Gebäude wurde einfach zugenagelt. Man sieht gar nichts. Oh, das nervt ja mit dem Gehumpel. Oh, er geht schneller. Ja, aber hat er denn überall dann Feuer gelegt oder was? Ich verstehe es nicht so ganz. Sephiroth, wie konntest du so etwas tun?
Interessant, dass er uns am Leben lässt. Da ist er! Umstellt ihn! Hände hoch! Was ist bloß in dich gefahren? Rühr dich nicht von der Stelle! Lass die Waffen fallen! Und keiner schießt. Warum schießt denn jetzt keiner auf ihn? Er hat gerade jemanden von euch umgebracht und ihr wartet einfach nur, dass ihr jetzt auch umgebracht werdet. Oh, das ist schon wieder so eine blöde Inszenierung. Ich verfolgte Sephiroth zurück zum Reaktor. Papa und ich waren schon geflohen. Aber dann meinte er, er könnte Sephiroth vielleicht zur Besinnung bringen und ist ihm gefolgt. Nicht. Er hat das getan, oder? Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Ich bin hier. Lass mich bitte ein zu dir. Wie konntest du nur? Wie konntest du so etwas tun? Sogar mit Blut? Trauen sich diesen Teil ja sogar was. Oh.
Dabei hattest du doch versprochen zu helfen, wenn ich mal in Not bin. Diesen Planeten zurückfordern. Ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Sephiroth! Mutter, sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Doch gräme dich nicht. Mutter, von nun an werde ich immer bei dir sein. Wollte schon sagen, das ist sonst die Mutter. Du hast meine Mutter und Tifa getötet und das Dorf in Brand gesetzt. Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut. Aber du bist nicht länger der strahlende Held, den ich einst kannte! Das ist meine letzte Erinnerung. Mehr weiß ich leider nicht. Hey, 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 hey! Der große Sephiroth. Während einer Übung verschollen. Das lief damals in den Nachrichten. Und dann, einige Tage drauf, hieß es, dass er in Wahrheit im Kampf gefallen sei, nicht? Ja, genau. Die Nachrichten werden von Shinra fabriziert. Und die machen eh, was sie wollen. Wer sowas glaubt, ist selber schuld. Hör mal. Also ich hab das geglaubt. Oh, na sowas. Shinra schreckt halt auch vor Desinformation nicht zurück. Was auch immer damals passiert ist, unser Kampf mit Sephiroth in Midgar war real. Fest steht, er lebt. Zumindest existiert er. Warum ist er jetzt wieder aufgetaucht? Was hat er all die Zeit gemacht? Sephiroth will seinen Plan in die Tat umsetzen. Den Planeten zusammen mit Genova zurückfordern und sich dann zum Herrscher über alles machen. Nach 5 Jahren? Ich kann das nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn. Auf diese Genova kann ich mir auch nicht so recht einen Reim machen. Entschuldigung. Ich bin das Leben hier draußen nicht so gewöhnt. Mein Rücken ist voll verspannt.
Zeig mal her. Oh weh. Aber lässt sich sicher richten. Gehen wir. Gut, machen wir Schluss für heute. Ich meine, was die Silberlocke so vorhat, können wir am Ende eh nur raten, oder? Schlaf gut. Gute Nacht. Das ist ein verdammt niedriges Bett. Hi, Panther. Bist du noch wach? So gerade noch. Ich frag mich, was Cloud wohl in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Na, du weißt doch sonst so viel, nicht? Ich wusste es vielleicht auch mal. Auch lächerlich, dass die im Bett liegen und noch eine Decke auf der Decke haben. Ausgelöscht wurde? Wegen der Mäuren? Möglich. Vielleicht haben sie mir meine auch genommen. Deine was? Das klingt sicher komisch. Aber ich glaube, Cloud war vor 5 Jahren gar nicht in Nibelheim. Sie müsste ja eine Narbe haben, um das, wenn das so passiert ist, wie Cloud erzählt. Mir geht's gut, Panther, und wie geht's dir? Wir sind immer gerade hier so in der Story-Cutscene, da bin ich so ein bisschen ruhiger. Cloud, bist du wach? Ja, ich muss wirklich sagen, das sind verdammt kleine Betten. Was ist denn hier los? Die gehen ja. Guck dir das mal an. Die gehen uns ja nicht mal bis zum Knie. Holla, die Waldfee. Lassen wir mal so im Raum stehen, dass die so kleine Betten haben. Alter, davon aufzustehen, das muss so schwer sein. Habe ich dich geweckt? Tut mir leid. Kein Thema. Ist was passiert? Nein, nicht wirklich. Ich wollte dich bloß etwas fragen. Können wir kurz reden? Klar. Okay, aber nicht hier. Komm mit. Tiefer starrt durch meine Hand. Wer ist also diese Frau? Ein Rat. Vertrau ihr besser nicht. Okay, das ist gut gemacht mit der Story hier gerade. Bringt einen zum Nachdenken, was da wirklich sein könnte. Der Cloud im ersten Teil ja auch schon immer diese Kopfschmerzanfälle da hat, wird irgendwas mit ihm nicht stimmen. Midgar liegt da drüben, oder? Weißt du... Ich wollte dich auch was fragen. Nur zu. Ich hab dich gesehen. Damals im Reaktor. Du warst verwundet. Und du hast verdammt stark geblutet.
Ich war sicher, du würdest sterben. Und die will ihm nicht sagen, dass das jetzt nicht so war? Soll das etwa heißen, du misstraust mir? Dass ich jemand ganz anderes bin? Hm? Das ist jetzt auch eine merkwürdige Sache zu sagen. Da ist er aber ganz schön schnell drauf gekommen. Ich hätte nicht im Traum erwartet, dass du sowas denkst. Hier, sieh doch. Da, meine Narbe. Wenn Meister Sangan nicht gewesen wäre, wäre ich wohl wirklich tot. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu retten und zurückzutragen. Der Arzt im Dorf hat mich noch nachts operiert. Und die Krankenschwestern waren die ganze Zeit über bei mir. Nur dank ihres Einsatzes bin ich noch am Leben. Und wo warst du? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? In all den 5 Jahren? Das ist alles unter Verschluss. War ja klar. Ich gehe zurück aufs Zimmer. Dein Bett geht ja auch noch bis zum Knie, Panther. Okay, jetzt bringst du mich auch zum Grübeln. Geht mein Bett auch vielleicht nur bis zu meinem Knie? Zumindest ist es höher als hier im Spiel. Das ist gut, vorm Gasthaus direkt die Musik machen, nachts, wenn alle schlafen wollen. Anscheinend waren wir doch nicht so gute Freunde, wie ich immer gedacht habe. Kann sein. Und ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Also nach alledem, was sie jetzt im ersten Teil durchgemacht haben, kommt jetzt so eine Situation. Du solltest sie jetzt besser in Ruhe lassen. Ich bin der Herr über mein Schicksal, nicht du, Textbox. Schade. Anscheinend doch die Textbox. Ja, Cloud ist sehr gefühlskalt. Der ist sehr vernommen. Du hast null Ahnung von dem Spiel. Nein. Hier ist hier der zweite Teil sozusagen. Wir brauchen wirklich nicht noch mehr Probleme. Klar. Nacht. Jo, das ist ein Horror für die Knie, da aufzustehen. Wir haben das erste Kapitel jetzt durch. Ja, das Bett geht nur Mitte Wade. Wenn du dir mal vorstellst, wenn hier jetzt alte Leute hinkommen, die brauchen eigentlich ein Bett, wo sie, wenn sie aufstehen, mit den Füßen mehr oder weniger direkt auf dem Boden landen und von runterhüpfen können zum Aufstehen. Uiuiuiui, die werden hier nicht übernachten oder zumindest keinen Spaß haben. Ja, das Spiel ist ja jetzt Rebirth, ist ja quasi der zweite Teil. Es gibt 3 Teile von dem Final Fantasy VII Remake von der PS1 damals. Und im ersten Teil hat man sozusagen nur die Stadt Midgar gespielt.
aus der man dann später auch flüchtet. Und hier geht das Spiel schon direkt in einem Part los, wo man eigentlich noch ein Stück reinspielt, nachdem man aus Midgard geflohen ist. Den Part haben sie anscheinend weggelassen. Und Cloud an sich ist ein sehr vernommener, sehr emotionsloser Mensch, wobei er im Verlauf des ersten Spiels schon ein bisschen mehr Emotionen nach und nach gezeigt hat. Ist halt die Frage, wie weit das dann jetzt hier wieder von der Story passt, wann er wirklich von der Story her vorgesehen war, dass er mehr Emotionen zeigt. Oh, da hängt was an der Tür. Was ist das? Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Eine Partie Karten macht aus Fremden schnell Freunde. Probiert's doch mal aus. Blut der Königin? Einführung in Blut der Königin. Du kannst ab sofort das Kartenspiel Blut der Königin spielen. In vielen Städten findest du Kartoreros, die nur auf einen Herausforderer warten. Stelle dein Können auf die Probe und ergattere bei einem Sieg neue Karten für dein Deck. Auf der Karte sind andere Kartenspieler mit 1. Ist eine 1, oder? 1 markiert. Besiegst du sie, erscheinen an anderen Orten neue, stärkere Kartoreros. Dein Deck kannst du im Hauptmenü unter Kartendecks zusammenstellen. Okay, das erste Minispiel. Wurde angekündigt, dass es sehr, sehr viele Minispiele geben soll. Karten ablegen. Bei Blut der Königin legen die Spieler abwechselnd Karten in die drei Reihen auf dem Spielbrett ab. Ziel ist es, in jeder Reihe die stärksten Karten zu haben. Kannst du auf die Felder in deiner Farbe legen, auf denen ein kleines Figürchen steht. Probier es direkt einmal aus. Also, soll den Kaktus. Was hat er für ein Problem? Wow, das sah ganz anders aus, wo ich das hinlege. Ich habe da irgendwie komplett schepp drauf geguckt. Stärke und Position. Sobald du eine Karte abgelegt hast, wird ihre Stärke auf die Reihe angerechnet und neue Positionen zum Ablegen von Karten werden frei. Die Stärke ist rechts oben auf der Karte mit einer Zahl verzeichnet. Welche neuen Positionen dir die Karte eröffnet, erkennst du an dem Muster auf dem unteren Kartenteil. Lege nun eine Karte so ab, dass eine ihrer gelben Positionen mit einer bereits freien Position überlappt. Also sowas hier. Okay, damit es eine 2 wird. Wenn das Positionsfeld einer deiner Karten mit einer Position überlappt, die du bereits kontrollierst, mit deren Rang erhöht. Wie du an den zwei Spielfiguren auf dem Feld erkennen kannst, ist dessen Positionsrang aktuell 2. Karten können nur auf Positionen abgelegt werden, deren Rang mindestens so hoch ist wie ihrer. Den Kartenrang erkennst du an der Zahl der Spielfiguren links oben auf der Karte. Um starke Karten ausspielen zu können, musst du also die Ränge deiner Position erhöhen. Also die hier kann ich jetzt spielen. Der hier braucht sogar 3. Es wäre natürlich clever, das hier zu spielen. Ich muss die hier nehmen, okay. Verstehe ich nicht. Der hat doch aber nur 2. Wenn die Position einer deiner Karten mit der des Gegners überlappt, nimmst du sie ihm weg.
und machst sie zu deiner eigenen. Zu beachten ist, dass der Positionsrang sich dabei nicht erhöht. Spielbrett und Karten. Auf der linken Seite jeder Reihe siehst du deine aktuelle Stärke, auf der rechten die des Gegners. Die Nachbarfelder einiger Karten sind außerdem rot umrandet. Diese Felder unterliegen dem Einfluss von Kartenfertigkeiten und haben spezielle Effekte. Platziere deine Karten so, dass du nicht nur die Oberhand in möglichst vielen Reihen gewinnst, sondern auch ihre Fertigkeiten effizient nutzt. Für den Fall, dass du einmal keine Karten ablegen kannst, kannst du deinen Zug mit Dreieck überspringen. Wenn beide Spieler hintereinander passen, endet die Partie. Okay. Also kann ich jetzt die hier ablegen? Ach so, Spielfigurensymbol. Da, ich sehe es ja oben links. 1, 1, 1, 1 und okay. Das hier braucht 3. Okay, verbundene Karten werden wieder stärker mit der Karte. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Na gut, am Ende. So, ich brauche 2. Müsst mehr gewonnen haben. 2 Reihen gehören uns. Ist die Partie beendet, werden die Stärkewerte beider Spieler für jede Reihe verglichen. Der Gewinner jeder Reihe erhält seinen jeweiligen Punkte gutgeschrieben. Egal wie viele Punkte du in einer Reihe also angehäuft hast, sind sie niedriger als die deines Gegners, verlierst du sie. Am Ende werden die Punkte aus allen 3 Reihen addiert und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Okay. Das heißt, selbst mit einem Gewinn in einer Reihe wäre möglich, wenn der, wenn der Gegner jetzt 15 Punkte in der untersten Reihe gehabt hätte, hätte er gewonnen. Okay. So ein kleines Quent. Quentartig, könnte man sagen. So, dann gehen wir mal weiter. Da ist eine Truhe. Warte mal, dürfen wir jetzt zu tiefer? Und sie ist nicht auf ihrem Zimmer. Die haben ja einen ordentlichen Balkon. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion, der Einsturz der Platte von Sektor 7 und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es
handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Broden. Ich führe dieses bescheidene Etablissement. Deine Freunde sind bereits aufgebrochen. Ah, richtig. Dein großer Freund hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Hey Cloud, alte Schlafmütze. Den heutigen Tag hast du frei. Kannst dich ja mal um deine Ausrüstung kümmern. Das sollte ich ausrichten. Das ist aber nett. Schau doch einfach mal im Waffengeschäft vorbei. Ja, warum nicht? Ach ja, und hast du zufällig deinen Kodex dabei? Ja. In dem Fall solltest du auch mal die Zauberfibel besuchen. Hier in Calm befindet sich nämlich die Hauptfiliale dieser renommierten Buchhandlungskette. Die Gelehrten dort sind einige der Besten ihres Fachs. Die holen das Optimum aus deinem Kodex raus. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das erste Mal sogar gratis. Da soll's uns aber schmackhaft gemacht werden. Der kriegt bestimmt Provision von dem Laden. Okay, wir machen mal eine kurze Pause. Ich bin dann gleich wieder da und dann bis gleich.